Hallo Leute, immer wieder werde ich gefragt, wie man denn ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe fährt und was es dabei Besonderes zu beachten gibt, beziehungsweise warum es eigentlich noch kein Video von mir gibt zum Thema Automatikgetriebe. Das möchte ich mit diesem Video jetzt ändern. Das Fahren mit Automatikgetriebe ist prinzipiell sehr angenehm, eigentlich meiner Meinung nach auch vergleichsweise einfach, angenehmer, bequemer, einfacher als das Fahren mit einem Schaltgetriebe. Trotzdem sollte man ein paar Dinge beachten. Das beginnt schon vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges. Bei einem Automatikgetriebe gibt es nur zwei Pedale, Bremse und Gas. Das heißt, der linke Fuß hat im Endeffekt nichts zu tun. Trotzdem achten wir natürlich auf die richtige Sitzeinstellung, dass das Knie bei voll durchgedrückten Pedalen noch leicht abgewinkelt ist. Ich erinnere diesbezüglich an mein Video zur richtigen Sitzeinstellung. Wichtig ist, während der Fahrt zu bedenken, den linken Fuß entweder abzustellen oder irgendwo auf der Seite zu lassen. Nur der rechte Fuß bedient grundsätzlich die Pedale, Bremse oder Gas. Manche Leute scheitern schon an der Inbetriebnahme eines Automatikgetriebes. Dabei gibt es da nur ein paar wenige Dinge zu beachten, um das Fahrzeug starten zu können. Zur Sicherheit muss man während des Startvorgangs das Bremspedal drücken. Außerdem sollte sich das Automatikgetriebe in der Position P für Parken befinden. Ist dies der Fall, kann ich den Startknopf drücken und das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Nun ist es relativ einfach, mit dem Fahrzeug loszufahren. Möchte ich zurückfahren, stelle ich den Wahlhebel auf die Position R. Bedenken wir dabei, dass auch hierbei die Fußbremse gedrückt werden muss, sonst kann ich den Wahlhebel nicht bewegen. Auf der Rückseite des Hebels befindet sich ein kleiner Schalter, den ich zur Sicherheit, um es zu entsperren, drücke. Ich stehe auf dem Bremspedal, gehe um eine Position nach hinten und das Fahrzeug befindet sich schon im Retourgang. Gehe ich jetzt vorsichtig von der Bremse weg, beginnt das Fahrzeug sich schon nach hinten zu bewegen. Ich dosiere das Tempo, indem ich einfach das Bremspedal wieder drücke. Möchte ich schneller fahren, würde ich natürlich das Bremspedal ganz loslassen und auf das Gaspedal drücken. Um wieder zu stoppen, drücke ich einfach wieder auf die Bremse und bleibe auf dem Pedal oben. Möchte ich nun nach vorne wegfahren, muss ich auf die Position D für Drive gehen. Auch dabei stehe ich natürlich auf der Bremse. Ich gehe von R auf N, was neutral ist, so viel wie kein Gang drinnen, und schalte weiter auf D. Lasse ich nun die Bremse aus, beginnt das Fahrzeug automatisch vorwärts zu rollen. Auch hier kann ich das Tempo sehr einfach dosieren, indem ich langsam vom Bremspedal weggehe. Das Fahrzeug beginnt automatisch zu rollen. Steige ich wieder drauf, stoppt das Fahrzeug sofort wieder. Möchte ich zügiger losfahren, gehe ich natürlich dann vom Bremspedal weg auf das Gaspedal, wodurch ich mit mehr Kraft das Fahrzeug beschleunigen kann. Ich lasse jetzt also die Bremse aus, mache meinen 3S-Blick, erinnere dazu das diesbezügliche Video, vergewissere mich nochmal. Gehe aufs Gas und fahre mit dem Fahrzeug los. Nun kann ich die ganze Zeit eigentlich im Drive-Modus bleiben. Eine Kleinigkeit sollte ich noch beachten. Möchte ich nämlich bergab fahren, ist zwar bei vielen Fahrzeugen im Automatikgetriebe schon ein Sensor drinnen, der das Tempo bergab automatisch hält. Allerdings kann es schon je nach Fahrzeugtype und nach Gefälle notwendig sein, auch manuell nachzuregulieren. Dafür gibt es auf dem Wahlhebel mehrere Möglichkeiten. Oftmals reicht es einfach, auf Sportmodus zu schalten, der eigentlich dafür gedacht ist, dass ich sportlicher fahren kann. Die Drehzahl wird höher gehalten, das Fahrzeug reagiert oft direkter. Aber ich habe auch den Vorteil, dass ich durch die höhere Drehzahl eine stärkere Motorbremswirkung bergab habe. Reicht das nicht aus, kann ich bergab auch für die Motorbremswirkung manuell den entsprechenden Gang wählen. Bei meinem BMW macht man dieses zum Beispiel, indem man links rüber auf den Sportmodus schaltet und nun könnte ich manuell mit Minus und Plus einfach zwischen den Gängen wechseln. Ich wähle dann einfach einen Gang, bei dem die Motorbremswirkung ausreicht und das Fahrzeug nicht schneller wird. Vorteilhafterweise ist es bei vielen modernen Fahrzeugen auch so, dass dann bergab eine Rekuperation stattfindet, das heißt eine Energierückgewinnung, wo dann einfach wieder die Energie in die Batterie gespeist wird und somit später dann die Lichtmaschine weniger Energie braucht, um die Batterie wieder aufzuladen. Wichtig ist jedenfalls beim Bergabfahren nicht die ganze Zeit auf der Fußbremse zu bleiben, da sonst die Bremsen heiß werden können. Drückt man beim
Automatikgetriebe das Gaspedal bis zur Bodenplatte durch, so spürt man am Schluss einen Widerstand, den man aber leicht überwinden kann, den sogenannten Kickdown. Dadurch hat das Fahrzeug die Funktion, die maximale Beschleunigung rauszuholen. Das Getriebe schaltet zurück und durch die höhere Drehzahl habe ich, wenn ich es brauche, plötzlich eine sehr starke Beschleunigung, etwa wenn ich einen Überholvergang durchführen möchte. Ich sollte allerdings nicht den Kickdown dauerhaft verwenden. Es trägt nicht unbedingt zum ökonomischen Fahren bei und auch nicht unbedingt zum umweltfreundlichen Fahren. Möchte ich mein Fahrzeug wieder abstellen? Welche Position werde ich eurer Meinung nach verwenden? Richtig, gehe ich natürlich wieder auf die Parkposition. Dabei bleibe ich bis zum Schluss am Bremspedal und schalte einfach wieder auf P. Wenn ich auf P bin und die Handbremse optimalerweise angezogen habe, kann ich das Bremspedal wieder loslassen. Nun kann ich den Motor abschalten und da sich das Automatikgetriebe in der P-Stellung befindet, kann ich auch den Zündschlüssel, je nachdem wie es bei eurem Modell ist, entfernen. Beim Automatikgetriebe ist relativ viel gegen falsche Handhabung abgesichert, das heißt zum Beispiel befinde ich mich nicht auf P, werde ich den Schlüssel meistens nicht abziehen können. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Mehrwert bieten zum Thema Automatikgetriebe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann seid doch so lieb und gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Mir ist ganz klar, dass ich nicht jedes Video jedem etwas bieten kann, aber wir Menschen sind natürlich unterschiedlich und haben auch, ja fast schon eine Philosophie am Sonntag jetzt, unterschiedliche Bedürfnisse klarerweise. Und ich möchte also versuchen, im Bereich Mobilität, Führerschein, Zukunft auf diesem Kanal für jeden etwas anzubieten und bin da also noch lange auch nicht am Ende angekommen, sondern habe da noch einiges vor. Auch nicht nur zum Thema Fahrschulausbildung, sondern wirklich allgemein Mobilität und Zukunft, also sowohl für Fahranfänger als auch für bis hin zu Berufskraftfahrern, für jeden ein bisschen was dabei ist. Und ja, daher würde mich einfach wirklich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, indem ihr den Kanal abonniert, vielleicht auch mal in meinem Online-Shop vorbeischaut, also im Führerscheinshop.eu. In meinem Online-Shop findet ihr zum Beispiel solche lustigen T-Shirts für Fahrlehrerinnen und für Fahrlehrer, verschiedene Produkte, Pullover, Tassen und so weiter, aber natürlich nicht nur für Fahrlehrer, sondern auch für L-Begleiter, L17-Begleiter und Begleiterinnen, Fahrschülerinnen, Fahrschüler, alles mögliche da drinnen, habe ich ein bisschen gespielt, würde mich freuen, wenn euch vielleicht das ein oder andere gefällt und ihr euch sagt, ja, das wäre die paar Euro wert und damit unterstütze ich vielleicht auch ein bisschen den Bernhard finanziell beim Erstellen dieser Videos. Etwas ernster natürlich die Bücher, wo ich mich wirklich sehr vertieft habe und lange dran gearbeitet habe, dafür sehr wenig Gewinn pro Buch mache, würde ich mich trotzdem sehr freuen, wenn Leute davon profitieren können. Gibt es ja auf Amazon zu bestellen, die Bücher. Verlinke ich euch vielleicht direkt drunter die Website, wo die Amazon-Links drauf sind. Das Fahrschulbuch Österreich, eben als Basiswissen, sowohl natürlich für Fahrschülerinnen und Fahrschüler als auch für Führerscheinbesitzer als Nachschlagwerk als aktuelles. Da ist natürlich auch das Automatikgetriebe zum Beispiel passend zum heutigen Thema noch genauer beschrieben. Dann speziell zum Anhängerfahren, das Buch für schwere Anhänger, Code 96 und BE. Und dann würde mich natürlich auch noch freuen oder ans Herz legen, das Buch Fahrdynamische Grundlagen. Darin beschreibe ich also wirklich Fahrdynamik, was ist Übersteuern, was ist Untersteuern, dass man das wirklich mal versteht, auch den Kampfschen Kreis wirklich versteht. Wie geht Notbremsen, die ganzen neuen Assistenzsysteme und so weiter. Ich denke, das ist also sehr interessant, vor allem auch für Führerscheinbesitzer und in Kombination auch natürlich mit Fahrsicherheitstrainings. Würde mich freuen, wenn ich da irgendwo für euch einen Mehrwert bieten könnte bei Fragen. Wenn ihr jederzeit an mich, kommentiert einfach unter das Video. Ich will euch nicht mehr länger aufhalten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, von ganz Herzen allzeit unfallfrei und gute Fahrt und nur das Beste. Tschüss, euer Bernhard.